große Wurm, der ist vorbei und lang ist dies alles her. Dass gefragt hast, kann das alles sein, dass gesagt hast, ich brauch mehr. Der Alltag und Verantwortung haben die fest in der Hand. Auf dem Weg stehst du nur und im Weg dein Verstand. Ich weiß nur, wie die auch so war, ist gar nicht so lang her. Da wollte ich das aushalten, da wollte ich immer mehr. Ich weiß nur, wie die auch so war, die Zeiten sind vorbei. Heute brauch ich so viel weniger, deswegen bin ich frei. Glaubst du an, was da draußen, das dir im Weg rumsteht, dir jeden Schritt zur Qual macht, wenn's mal nicht weitergeht. Alles, was du brauchst, hast du bei dir, drum halt dich stets bereit. Glaub bloß nicht, dass du nix schaffen kannst, glaub mir, dir fehlt die Zeit. Ich weiß nur, wie die auch so war, ist gar nicht so lang her. Da wollte ich das aushalten, da wollte ich immer mehr. Ich weiß nur, wie die auch so war, die Zeiten sind vorbei. Heute brauch ich so viel weniger, und dafür bin ich frei. Frei. Ich weiß nur, wie die auch so war, die Zeiten sind vorbei. Heute brauch ich so viel weniger, und dafür bin ich frei. Ich weiß nur, wie die auch so war, ich weiß nur, wie die auch so war. Ich weiß nur, wie die auch so war. Das war Ich weiß noch aus meinem Album Pflanzerl. Das ist mein letztes Album, beziehungsweise es kommt ein bisschen darauf an, wenn ihr das Video, wenn ihr das Video erst in 10 Jahren schaut, habe ich wahrscheinlich schon wieder ein paar mehr. Aber jetzt, Anfang 2024, genau, ist das gerade erst rausgekommen im Dezember, 1. Dezember 2023. Und das ist einer der Songs davon, ich weiß noch, das darf so ziemlich der älteste Song sein, den ich, der auf dem Album drauf ist. Der Song ist nämlich schon 4, 5 Jahre alt oder sowas. Ich glaube, irgendwas darum dumm. Ich hab lang gebraucht, bis ich den irgendwie so in Form gebracht habe, dass ich zufrieden war damit. Jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Es war für mich so ein bisschen der Versuch einer Hommage an STS, wo ich, das glaube ich wissen die meisten, bin ja ein massiver Fan von den drei Herren. Und genau, die haben ja manchmal so, ich bin eigentlich oftmals beim Songschreiben jetzt habe ich schon so die Herangehensweise, dass ich mich eher treiben lasse, wo es irgendwie dabei rauskommt. Diesmal bei diesem Song, und wahrscheinlich hat er deswegen auch so lange gedauert, weil das eigentlich nicht meine Art und Weise ist, an Songs rot zu gehen oder die zum Schreiben. Bei dem war es so ein bisschen anders. Da war so irgendwie dieses,
da war das klar irgendwie, wo das hingehen soll vom Text. Und es war klar, es soll so ein bisschen motivational-mäßig sein, ja? Was man ja immer wieder mal brauchen kann. Es ist mit Sicherheit nicht die richtige Motivation für alle und für jeden. Mir hat es, als ich den Text dann endlich mal so fertig gehabt habe, dass ich happy war damit, ganz gut geholfen. Ja? Ein Boost-Song, ein Booster-Song für mich, ganz ohne Spritzen. Und ja, ich hoffe, dass er euch jetzt auch gefallen hat. Ich habe den Song bis jetzt tatsächlich live noch gar nicht gespielt, bin aber gerade dabei, mich wohlzufühlen damit. Bei manchen Songs dauert das ein bisschen länger, bis ich mich wohlfühle damit, die auch live zum Spielen. Das ist so einer. Der Song ist von Anfang an eine schwere Geburt, offensichtlich. Aber genau, ich habe mir gedacht, jetzt ist wieder mal Zeit, ein Original von mir rauszuhauen. Ja, meine Covers und sowas, die seht ihr ja offensichtlich regelmäßig und gefreut mich auch total, dass es euch gefällt. Genau, jetzt haben wir mal aber gedacht, jetzt muss mal wieder ein Original raus und das ist, wie gesagt, ich weiß noch, von meinem Album Pflanzerl, das ist verlinkt unten, schaut es euch mal, unten oder oben irgendwo in der Beschreibung, schaut es euch mal an, hört es euch mal an, vor allem, das war fast wichtiger als anschauen. Und ja, ansonsten, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt kommen meine monatlichen Unterstützer, meine großartigen Patreons.